Juhu! Ich noch nicht. Helga ist noch nicht online. Helga ist gleich online. Die wird mir noch nicht online angezeigt. Helga jetzt wird sie mir online angezeigt. Ah, jetzt ist Helga online. Yay! Es hat aber gedauert bei Helga. Was ist los? Ja, es hat bei dir auch gedauert. Bei mir stand da schon die ganze Zeit, dass er was aufnimmt. Oder überträgt. Ja, das steht ja bei mir auch. Aber wenn es mir bei Twitch noch nicht angezeigt wird... Ach, Twitch hat keine Ahnung. Und davon ganz viel. Ja, wahrscheinlich. Deswegen heißt mein Titel auch so. So viel Titel. Ja, ganz viel Titel. Oh, was gibt's denn hier für Fotos? Okay. Heute wird echt spannend. Ja, weil Richard hat keine Lust. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mega Bock auf den Kram hast? Das heißt mega Bock auf den Kram. Das ist das, was wir sowieso machen. Und wenn wir dadurch dann endlich diese 100 Loyalitätszeiten bekommen. Ich lasse mich darauf ein, zu sagen, ja, die Bosse, die mache ich ja sowieso. Ja. Aber all die anderen Quests, die mache ich nicht, weil es sich nicht lohnt. In keinster Weise. Okay. Oh, guck mal. Fängt doch aber gut an. Er ist da. Schöner Blick auf die Unterhose. Unterhose. Die ist sogar sauber, meine Güte. Hätte ja, ich ihm gar nicht gegeben. So, wenn man jetzt auf die Karte guckt, ja, ein grünes Häkchen kommt dann rein in das Symbol. Okay. Na gut. Dann gucken wir mal, ob der Wächter des Schatzes da ist. Achso, wir wollten ja reiten. Ich hatte mich schon gefragt, warum du so viel läufst. Laufen ist nicht gut für deine Füße. Nabend. Ach, das hallo. Stimmt. Gar nicht gesehen. Vor lauter Lustlosigkeit nicht in den Chat geguckt. Eieieiei. Ja. Ich hab so keinen Bock. Wird Zeit, dass wir uns einigen auf ein anderes Spiel. Ja, wir, wenn wir das, dann müssen wir mit Discord rumprobieren. Könnten wir mal das Handhaben machen. Ja, aber ob ich das, das wirklich die einzige Möglichkeit ist. Ansonsten müsste man halt schauen. Ja, absolut. Ich hatte ja schon ein, zwei Vorschläge gemacht. Ich habe auch schon ein paar gemacht, du hast dich aber auch nicht genau dazu geäußert. Ja. Du hast zwei von mir schon gleich abgelehnt, fand ich auch ganz traurig. Schauen wir mal, ob der Gin da ist. Ich lehne grundsätzlich immer erstmal alles ab. Ja, ich weiß, vor allem wenn es von mir ist. Ja, bis du mich davon überzeugst, dass es funktioniert. Dann lehne ich es trotzdem ab, aber dann irgendwann mal stimme ich zu. Yay! Hey, zum zweiten Mal heute.
wollte ich nicht, Richard. Du bist dumm. Schön ausgeglichen. Aber nicht gezählt. Naja, ich weiß jetzt nicht, was für Symbole du hast. Naja, ich hatte auch. Also ich habe den Hirschen das Foto. Aber den hat er bei mir nicht gezählt. Sehr komisch. Den Riesen hat er gezählt. Bei mir hat er ihn gezählt. Faszinierend. Ich müsste jetzt ins Raukrallendorf und Vorräte kaputt machen. In der Zeit könntest du ja gucken, ob und das Gazellenfleisch machen, ob das dann zählt. Ja. Sie das nicht gruppenweise verteilen. Da waren wir ja gar nicht in einer Gruppe. Ja, aber wenn man dann wieder in eine Gruppe geht, kann man das doch angleichen. Und du weißt doch, dass sie nicht sehr gut da drin sind, Sachen anzugleichen. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich hoffe auch, dass die Vorräte jetzt da sind. Ja, scheinen da zu sein.
leicht vorstellen. So schnell, ich habe noch keine Idee. Naja, jetzt kann man mal. Ja, auch Level. Okay, da geht es nicht. Den hat er gezählt. Okay. Also den Wüstenflammenriesen hat er gezählt. Also der zweite. Stumpfuss. Ja, ja. Das habe ich mir schon gedacht. Na toll, jetzt habe ich wieder so ein Glücksspiel. Sind die Gegner da oder sind sie nicht? Gazelli, Gazelli. Ich habe Kopfschmerzen und Matty hat mich runtergezogen, weil sie so motiviert ist. Tö. Gib mir doch die Schuld. Ja, mache ich auch, so wie du mir immer die Schuld gibst. Ich gebe dir nicht immer die Schuld, ja? Nur wenn du es verdient hast. Auch wenn ich nichts damit zu tun hatte. Weiß ich nicht, wann habe ich dir denn die Schuld gegeben, wenn du nichts damit zu tun hattest? So wie heute zum Beispiel. Wo habe ich dir heute denn die Schuld gegeben? Ich habe keine Schuld daran und habe nichts damit zu tun, dass dieses Spiel unbedingt diese Quests haben will. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass du schuld daran bist. Du hast dem Spiel ja nicht gesagt, er soll diese dummen Quests machen. Gibt es hier keinen anderen Hirschkopf mehr? Was ist passiert? Wo sind die Elitewachen? Da unten ist einer. Zählt der denn auch? Eine Elitewache. Seid alle keine Elitenwache. Wo seid ihr denn? Ja, du bist eine. Eine von fünf. Und
Schwerpunktsteine. Ja, die kann man gebrauchen. Du weißt doch, dass... Ich glaube nicht, dass jetzt gerade jetzt im Moment jemand angerufen hat und gesagt hat, hey, das hältst du denn? Du weißt doch, dass sie nicht planen kann. Ich verstehe aber, wenn meine Oma immer schockiert, dass du mir diesen Sechs bis zu essen. Sonst würde sie ja verhungern. Das ist nicht, zählt nicht als Zombie. Mick macht andere Sachen. Wir müssen getrennt arbeiten. Ja, aber das getrennt zählt arbeiten. Alles nicht für das Gebiet. Ja, die Vermutung habe ich bei dem hier auch, aber warum spuckt er denn so blöde Sachen aus? Nein, doch, das hat hier doch gezählt. Das ist nicht weit weg. Zu weit weg. Ist das ein Battlefields? Ja, es ist ein dummer Frosch. Das wird definitiv zu weit weg sein. Aber es ist interessant, dass er den Wassergeist bei dir gezählt hat und bei mir nicht. War der Wassergeist bei mir zu weit weg? War ich ein Müh zu weit weg, sodass er das nicht mehr gezählt hat? Ich weiß es nicht. Die einzigen beiden gekreuzten Klingen, die er mir anzeigt, mache ich hier jetzt gerade. Die erste hat er auch schon nicht gezählt. Es ist halt an dem Spiel blöd, das sagt einem auch gar nicht so genau, in welchem Rahmen du dich bewegen musst. Ansonsten grenzen die dir jedes Gebiet ein, aber da nicht. Oh, hallo. Jo, mal wieder. Ich habe das jetzt abgeschlossen. Ich habe eine Prüfung abgeschlossen. Aber ich habe keine Punkte gekriegt. Hast du oben alle vier Symbole mit dem Haken? Ja, ich hatte alle Symbole mit Haken. Ich habe die Quest abgegeben. Ich habe keine Punkte dafür gekriegt. Und jetzt will sie nicht mehr mit mir reden. Also sie will schon noch mit mir reden, aber sie hat da keine Quest mehr, weil fertig. Fertig Quest. Muss ich jetzt warten, bis ich das wieder machen kann, oder? Zählen die vier oben bei dir noch als erledigt, oder? Die werden gar nicht angezeigt. Okay. Ist dein Inventar voll? Ja. Hast du einen Brief? Weiß nicht, ich habe vier Briefe. Kriegt man die per Post? Ja, guck mal die Briefe, nicht, dass die Marken dabei sind. Dass die Belohnungstruhe der Händler vielfach und Handschuhe und noch mehr Belohnungstruhe. Vielleicht in der Truhe?
Das ist alles so schwer. Mich nervt das gerade viel mehr, dass meine Aufgabe, die ich machen soll, nicht da ist. So, jetzt habe ich die Kiste abgeholt. Kann ich wahrscheinlich nicht öffnen, weil ich immer noch keinen Platz habe. Warte mal, das Ding brauche ich. Das ist sehr gut möglich. Also in meinem Gebiet, ja, hier oder im super tollen Gnolleinödengebiet ECC gibt es keine gekreuzten Klingen. Das heißt, ich kann die nicht fertig machen. Die sind in der Truhe drin, die dummen Zeichen. Ah. What the fuck? Ja, schön. Also ich habe 41 Punkte gekriegt. Nicht schlecht. Sind die dann auch noch unterschiedlich? Das weiß ich nicht. Also bei der Hauptquest steht bei dir jetzt wahrscheinlich auch 41 von 100. Ja, deswegen habe ich das ja gesehen. Guck so, nicht, was er mir anzeigt. Ich hoffe, dass das egal ist, wo man die macht. Ich habe keine Ahnung. Aber dass ich hier jetzt keine gekreuzten Klingen habe, um diese scheiß Quest fertig zu machen, das nervt mich. Weil ich hatte, glaube ich, da in dem Gebiet heute die Tagesquests alle abgegeben. Meine ich. Also gehen wir mal gucken, ob wir da noch ob wir da dasselbe wiederholen können, weil ich habe mit dem Typen geredet und der Typ wollte nicht mit mir reden. Wo denn? Bei den Herbati. Ach so. Da habe ich Rentiere getötet. Und weißt du, was mir passiert ist? Ich habe, ohne dass ich eine Pfeife eingesetzt habe, wollte das Vieh bei mir bleiben, aber ich war zu dumm, weil ich vergessen habe, wie das ging. War ich nicht schnell genug. Ah! Das war mega ärgerlich. Ja. Aber so richtig. Lange Viereck drücken. Ja, ich war nicht dicht genug dran. Ich bin Fernkämpfer. Du weißt, ich muss erstmal dahin. Und bis ich geschnallt hatte, ja, ich muss erstmal dahin, war es schon wieder vorbei. Und das hat mich voll geärgert, weil das Vieh wollte freiwillig bei mir bleiben. Ich hab's dann einfach getötet. Ach, so gemein. Das hatte einfach Angst, weil ich alle seine Rentierfreunde getötet habe. Ja, der will nicht mit mir reden. Das ist sehr gut möglich. Dann gucke ich einfach mal, ob ich bei Tristessa weiterkomme. Das ist seltsamerig. Ah, wahrscheinlich, weil das Gebiet noch nicht rot ist. Aber irgendwas hatte ich doch schon mal hochgebracht. Kann mich nur nicht mehr erinnern, wo das war. Eventuell Tristessa, weil da haben wir viel gemacht. Ich weiß es nicht. Ich meine, dass es auch im Herbati-Dorf war, weil ich da schon mal echt viele Quests abgegeben habe. Und dann stand da irgendwas, aber ich habe nicht ganz mitgeschnitten, was. Und ich glaube, das war, weil das... Ja, es kann sein, dass sich da was erhöht hat, aber dass es noch nicht hoch genug ist. Das kann sein. So, ist Zyklopi da? Das ist noch nicht rot, das Wappen. Ja, Zyklopi ist da. Wo gehen wir dann hin? Was haben wir denn? Karzakor, Pilzhüte und wunschene Fragmente. Schauen wir da mal. Hier tickt es. Ich glaube, es ist eine Zeitbombe in der Nähe. In Form eines Apfels. Oh, ich habe heute beim Einkaufen Mini-Äpfel gesehen.
Lach nicht! Die waren vielleicht so groß wie Golfbälle oder so. Wie so ein Tennisball. Nee, Tischtennisball. So ganz klein. Die haben es dir echt angetan. Die waren so niedlich, aber ich durfte sie nicht kaufen. Warum nicht? Radha gesagt hat, warum? Ich nur so, wenn man nur ein bisschen Apfel essen möchte. Ja, Aber ich ein bisschen durfte sie meinte nicht ich. mitnehmen. Sie waren ein Drittel so groß wie normale Äpfel, aber haben doppelt so viel gekostet. Die waren gar nicht so teuer. Das waren ganz viele kleine Äpfel. Das war ein Kilo. Das heißt, Und Radar dann kauft nehmen auch keine ein, zwei Kilo Sack Cocktailtomaten, von weil die sind normalen kleiner Äpfeln, und der hat kosten genauso viel mehr wie normale gekostet. Tomaten. Ganz genau, so sieht es aus. Was hat mir gesagt? Dass du auch keine Verstehe ich nicht. Cocktailtomaten kaufst, weil die kleiner sind als die größeren Tomaten. Ich kaufe diese Schmecken aber mittelgroßen komplett anders. Tomaten. Ja, wir kaufen mittelgroße Tomaten. Weil die ganz großen schmecken nach nichts. Das ist nur rotes Wasser. Die ganz großen will ja auch keiner essen. Außer meine Mutter, Das die legt sie sich stimmt. aufs Brot, aber ich weiß nicht wofür, weil das ist nur Wasser, das schmeckt nach nichts. Und das Witzige an deiner Mutter ist, sie möchte diese großen haben und dann benutzt sie eh immer die kleinen. Ja, aber die schmecken nach was. Ich verstehe, dass sie immer meine kleinen benutzt. Aber warum will sie dann immer große haben? Weil das weniger Arbeit ist, wenn du die kleinen schneidest, um sie auf ein Brot zu Aber legen. das macht sie ja nie. Ja, Verstehst du den also Punkt? ich verstehe ich den würde die Punkt. großen kaufen, wenn ich sie füllen würde. Gefüllte Tomaten. Ich mag keine Ja. gefüllten Tomaten. Da ist die Haut Ich mit auch bei. nicht. Siehst du ja Das ab. Einzige, was einen großen Tomatengeschmack hat. Ich mag das nicht. Ich mag keine Tomatenhaut. Magst du denn Paprikahaut? Weil bei gefüllte Paprika ist die Haut auch noch. Gefüllte Paprika geht. Ist aber auch mit Haut. Ja, aber das ist andere Haut. Weißt du, die Haut von Tomaten, die ist so zäh und die, ich weiß nicht, die kannst du nicht kauen. Und dann klebst du die am Gaumen oder sonst wo. Und dann, nee. Das mag ich gar nicht. Paprika trennt sich lieb und sehr gerne von der Haut. Und das finde ich gut. Die kann man kauen. Die lässt sich gut verarbeiten. Ja, gefüllte Zucchini ist eh besser. Nein. Doch. Haben die sonst immer Zucchini so viele Pilze? Wo sind kommt die? lieber in die Pfanne anstatt. Nee, Zucchini kannst du sehr schön füllen. Mit Couscous und so. Ja, kannst du Paprika. Ja. Das streite ich ja nicht ab, dass das auch geht. Und schmeckt das? Nein. Sie sind ungefähr gleichwertig. Das sagt der Chat. Und was ist ungefähr gleichwertig? Paprika und Zucchini gefüllt. Ich mag auch gerne gefüllte Pilze. Aber damit bin ich ganz allein hier. Ja, das stimmt. Du magst auch keine gefüllten Pilze. Ich mag Pilze Der allgemein nicht Chat so mag gerne und. Pilze und keine Zucchini. Verdammt. Aber immerhin Ich frage Pilze. mich Sehr eher, warum du die vernünftig. Pilze füllen willst. Weil das voll lecker ist, wenn du sie füllst. Ich meine, sie müssen nicht gefüllt sein, sie sind doch so lecker, aber. Ach. Sie tötet die Pilze ja nicht. Sie schneidet sie nicht, sie schneidet sie nur klein. Ja, ich schneide sie klein, das stimmt. Warum verlieren die denn keine Hüte mehr? Was soll denn das? Die haben alle Hüte. Aber nein, verlieren, das wollen wir sie nicht.
Ja, ja, ein Pilz ohne seinen Hut ist halt auch einfach nur eine Schranke. Ja, das ist nur eine Schranke. Ah, okay, ich glaube, ich bin mit der Quest durch. Hat irgendjemand mitgezählt, wie viele Pilze wir schon gefunden haben? Ich sammel so viele, bis wir Quest dreimal... Ja, ist mir schon klar, dass ich nicht nachgucken kann, aber das wäre ja witzlos. Oh. Ich mache die Quest so lange, bis wir sie dreimal abgeben können, ungefähr, und dann... Da habe ich bis jetzt jede Quest gemacht, wenn es Tagesquests waren, die ich abgeben wollte. Aber die Herbati, die mögen mich halt trotzdem nicht lieber. Herbati. Die haben ja auch überall Feinde. Der Chat zählt keine Pilzhüte. Voll. Nein, hier kommt auch nicht weiter. Okay. Also, ich jetzt auch. Ach, Karzakor! Du bist ja theatralisch gestorben. Kommst du jetzt hierher und nimmst mir meine Pilze weg? Ja. Echt mal. Aber es dauert noch, bis ich da bin, weil ich muss erst nach Karzakor die Quest annehmen. Dann kann ich da auch weg. Er mag doch gar keine gefüllten Pilze. Warum sollte man das dann gemeinsam machen? Ich bin kein Glücksbärti, ja. Nein, mir geht es gut. Ich glaube nicht. Ich möchte kein Rosinenbrötchen essen. Das ist eine ganze Pilzfamilie. Das kann ich vollkommen verstehen, weil Rosinen. Was kannst du verstehen? Dass du kein Rosinenbrötchen essen willst. Ach so, aber ich mag Rosinenbrötchen. Ja, das ist schön. Ich mag Brötchen, aber keine Rosinen. Das ist vollkommen perfekt. Dann kann ich nämlich Rosinenbrötchen kaufen und niemand isst sie mir weg. Ich verdammt, würde, warum ich würde du tatsächlich die Rosinen da rausnehmen. Wie hast du das gemacht, Richard? What the fuck? Du hast gesehen? Finde ich ein Glücksbär. Welches Motiv? Wahrscheinlich eine schlecht gelaunte Rosine oder so. Nee, den gibt's schon, in Blau. Ja, Grumpy gibt's schon, scheiße. Aber der hat keine Rosine auf dem Bauch, ja? Ja, das hat niemand. Als Kind wollte ich immer Sonnenscheinbärchi. Ich mochte Sonnenscheinbärchi. Und Bunny Sauseherz mochte ich auch voll gerne. Und Leo Löwenherz. Hieß er Löwenherz? Ich glaube, der hieß Löwenherz. Den mochte ich auch ganz gerne. Sieht man Tendenzen. Eigentlich mochte ich die Freunde von den Glücksbärchis lieber. Ja, die sind ja auch cooler. Ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, heute wäre es eher Brummbärchi. Ich wollte der Waschbär sein und... Ja, der Waschbär war auch cool. Warte, ja, kann das irgendjemand erkennen? 16? 10? Ah, 10, glaube ich. Ich glaube... 2. Wieso? Jako! Naja, die halten sich ja, die Cornflakes. Aber ich finde es immer witzig, dass wir Cornflakes kaufen und alle wahrscheinlich denken, ach ja, für die Kinder. Und wer essen unsere Cornflakes selbst? Ich würde die auch nicht peilen. Geht nicht keine Cornflakes. Ja. Wir essen nicht mit Kindern, wir teilen. Wir haben ja auch keine. Vielleicht, wenn wir welche hätten, wäre ich bereit zu teilen. Habt ihr nicht zwei erwachsene Kinder mit dem Haus? Cornflakes. Die zwei erwachsenen Kinder sind wir. Und die anderen Kinder sind sehr alt, weil das sind Hunde. Und die anderen Kinder sind... die interessieren sich nicht für Pizza. Wir haben sehr viele Kinder, also so... jeweils Paare.
Okay. Die Haufen wird immer alles in Frage. Ja, bei der Regie. Ja. Hunde, Chinchillas. Die Hunde haben sehr großes Interesse an Pizza. Kann ich verstehen. Mhm. Wenn wir Katzen hätten, würden die sich wahrscheinlich auch sehr für Pizza interessieren. Besonders, wenn man irgendwas Fischiges da drauf hat. Katzen mögen das. Aber das macht man ja nicht. Das weiß man nicht so genau. Doch. Also es gibt kaum etwas Widerlicheres als Fisch auf der Pizza. Kommt drauf an. Das wenn man nicht einfach das, so bestialisch. Dass wenn man nicht das nicht Zeug aus der Dose hat. Nimmt, geht das sogar. Helga da, jetzt kann ich aufhören zu töten, muss man hinterher herlaufen. Ja, du wolltest ja unbedingt hierher kommen, da musst du damit rechnen. Richard alle muss ich Aktivität ja, wenn ich einstellen. Sonst weiterkomme. Hast du schon an allen Gebieten die Tagesquest gemacht? Ich glaube, uns fehlt noch ein Hütchen. Und da muss man das mit den Fragmenten machen, da weiß ich aber nicht genau. Fragmente sind da hinten bei den Geistern. Ach ja, bei den Geistern. Okay, Hüte haben wir glaube ich komplett. Wo auch der Baum rumläuft. Der Baum? Ja, der Groot. Ich dachte, das ist hier bei dem. In diesem Kolosseum-Teil. Ja, genau. Was da hinten bei dem Lied ist. Läuft ein Baum rum? Ja, wir müssten ihn sogar mal töten zu Anfang. Richard, der versucht. Eigentlich wäre es dumm, dich jetzt zu machen, glaube ich, weil es kann sein, dass ich dich eh machen muss. Wir gehen einfach wieder. Mal sehen, wann er aufhört, uns zu verfolgen. Er strengt sich sehr an. Oh, jetzt runter zu uns. Aufgegeben. Guter Junge. Guter Mann. Wow. Durch den Filz durchgeschnitten. Hm. So, wie viele haben wir denn? Ich glaube, das ist ja doch nicht richtig. So. Oh nein, die Bombe ist hochgegangen. Jetzt sind wir alle das wieder reicht. Wach. Da meinte ich nicht die Fragmente. Das habe ich gemerkt, weil die verlieren keine Fragmente. Das ist hinten bei den Ackern, wo du erst die Schweine töten musst und dann, wo die olle Professorin das erste Mal diesen Stein untersucht hat. Ganz da hinten? Ja! Hey, das ist mein Pferd. Ah, da. Ich weiß schon, warum ich die Quest hier nicht mag. Weil man muss ja kilometerweit weg und dann muss man wieder kilometerweit zurück.
Tja, das passiert in diesem Spiel ganz viel. Okay, hier ist noch irgendjemand auf der Suche nach Fragmenten, weil hier sind ganz viele Leichen. Wenn ich da bin, möchte ich auch, dass ganz viele Leichen da sind, die ich ausnehmen kann. Das wünsche ich mir. Verstehe, verstehe. Das ist möglich. Ich sehe keine Leichen. Doch, da sind ein paar Leichen. Hey, da sind Leichen aufgetaucht. Ich kann die Fragmente nicht mitnehmen, wenn mein blödes Inventar voll ist. Wir müssen mal ein Stück zurück. Das Dauerproblem dieses Spiels ist das Inventar. Ja, und das nervigste Problem von allen. Ja. Die Leute, die das gemacht haben, die haben doch nie in ihrem Leben Rollenspiele gespielt, oder? Wahrscheinlich haben sie sich gedacht, oh komm, wie können wir die Spieler richtig abnerven? Ja. Da haben sie das perfekte Mittel gefunden. Toll, das ist Erinnerungsjuwel, das brauche ich auch. Ja, greift mich euch an, töten mich doch, ist mir egal. Lass doch endlich mal wieder so ein Andenken bauen, bitte. Jetzt mal irgendwas ausnehmen, danke schön. Zwei Fragmente, doch so viel. Hat hier denn wirklich nur jeder zweite irgendwie was dabei? Mitnehmen, so, yay. Jetzt habe ich 9 zusammen. Fehlen nur noch 18. Thank you.
haben 11. Hast du eigentlich bei Vampir schon probiert zu leveln, beziehungsweise doch das Schwert da? Nein, habe ich noch nicht. Ich habe das Spiel nicht mehr aufgehabt. Ich schon, man muss sagen, ob es doch was besser ist. Echt? Ja. Ja, ich werde bei Vampir. Mick meinte, ich sollte mal gucken. Das soll wohl eine sehr gute Waffe sein. Ja. Ich bin zwar eigentlich sehr zufrieden mit unseren Äxten, aber man kann ja mal schauen. Soll, wie gesagt, für den Run eine der besten. Bisher habe ich noch keinen getroffen. Versuchst du auch zu spielen, ohne jemanden zu fressen? Versuchst du auch zu spielen, ohne jemanden zu fressen? Ist schließlich ein Erfolg, ne? Ja. Aber ich hab, auf der Xbox habe ich ein bisschen anders geskillt wie auf der Playstation. Da ist mir aufgefallen, okay. Gelungen, aber Xbox war es nicht anders. Da habe ich die Explosion ausgewählt, anstatt die, das war das andere. Ja, und ansonsten ist es auf jeden Fall nervig. Das Leveln ist anstrengend. Ja, vor allem wenn du im Startgebiet Aufträge aufnimmst, wo die Gegner Level 16 sind. Level 8. Ja, das ist schon wahr. Aber am schnellsten geht Level. Wenn nur zwei Gegner sind, funktioniert, aber weiter dritter, das kommt. Am schnellsten geht es tatsächlich, wenn du einfach schläfst und heilst. Ich meine, dafür brauchst du das Material, das ist auch immer ein bisschen blöd. Aber es geht wesentlich schneller, weil du kriegst pro Heilung 25 Erfahrungspunkte. Beim Töten kriegst du irgendwie zwischen 5 und ich glaube 15, 20, kommt je drauf an, wie hoch der Gegner oder so ist. Aber du bekommst fürs Heilen eigentlich mehr. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und es ist wesentlich stressfreier, wenn du genug Materialien da hast. Ja, momentan laufe ich immer ein paar Mal durch die Leichenhalle und dann wird geguckt, dass ich Sachen anfertigen kann. 22. Oh, das hat keinen getroffen. Das ist schon.
müsste reichen bei mir, aber ist auch. Ja, also wir müssten. Aber oh, jedes Mal drücke ich den falschen Knopf, wenn ich ins Inventar will. Das kenne ich. Wir haben 28, das reicht locker. Hm? 28 war. Ja. Haben sie noch einmal auf mich drauf geprügelt, ist auch gut. Kann ich mit leben. Dann hast du dich weg, teleportiert. Ja. Immerhin geht das. Immerhin geht das. Hui. Wobei, so zwei Leute gab es ja schon nicht. Hat ja auch nicht gereicht. Hätte, glaube ich, grundsätzlich mehr Tagesquests machen sollen. So grundlegend. Ja. Hier auch noch nicht. So, haben wir den Gnoll-Einöden mittlerweile. Irgendwo Doppelschwerter. Nein. Doch toll. Was sind denn die Doppelschwerter? Kann ich dir nicht sagen, weil es ist ja kein Quest da. In Navarra war es, dass ich bei den, dass ich halt diese Essensvorräte zerstören sollte, beziehungsweise Wachen töten sollte von den Gnollen. Okay. Aber das ist jetzt nochmal, ich glaube, ich teleportiere mich einfach dahin und ich schaue mal auf dem anderen Kanal. Das ist eine gute Idee. Ja. Have a moment. Kam mir gerade einfach mal so in den Sinn. Kanal 2. Kanal 2. Oh yeah. Aber auch hier gibt es keine Doppelklinge. Yay. Yeah. Und auf Kanal 1 dann wahrscheinlich auch. Was hast du dich denn so gefreut? Ich hatte zu Konrad gesagt, keiner will was von dir. Und dann hat Hubert mich angeguckt, so. Da habe ich zu ihm gesagt, nein, von dir will auch keiner was, musst du mir keine Sorgen machen. Hat er sich da gefreut? Hubert ist echt alt geworden. Hubert
Robert möchte einfach überhaupt nichts mehr machen. Wird mit jedem Tag schlimmer. Es ist so geil, wie er eigentlich so um 3 oder 4 sich schon in die Küche legt, damit er um 6 das Abendessen nicht verpasst. Ja. Und am Montag ist er das erste Mal auch auf Aufforderung nicht mitgekommen. Ja, stimmt. Hubert wollte nicht mit spazieren gehen am Montag. Oh. Weil, nee, der ist am Sonntag ausgebüxt und hat viel Spaß gehabt wohl. Ist in eine tiefe Senke gelaufen, wo er nicht wieder rauskam. Genau, er hat viel Spaß gehabt. Und ja. Da hatte er am Montag aber so überhaupt keine Lust mehr. Er wäre, glaube ich, wenn man drauf bestanden hätte. Ja, wenn man ihn gezwungen hätte, aber er kommt ja immer gerne mit, wenn man ihn zwingt. Aber er war wirklich so. Jeder. Ignoriere das mal. Ich bin halt nicht da. Ja. Wo kommt weiteres besser, wenn ich nicht weiter? Auch. Hat ja eigentlich keine Ausdauer mehr. Hm. Doch Konrad war auf jeden Fall noch ganz schön, dass er alleine uns weg war auf dem Weg. Dass man den alten Mann nicht mitgenommen hat. Dass man nicht ständig stehen bleibt. Aber Konrads Tempo beim Spazierengehen ist so anstrengend, weil das ist nicht Spazierengehen, das ist Marathonlauf. Mal das geht an. Aber hast du auf Kanal 1 was gefunden, weil du immer noch auf Kanal 1 bist? Ich habe ein Monster gefunden, was ich für Tessa brauche. Um da die Prestige-Quest voll zu kriegen. Jetzt gucke ich gerade, ob noch ein zweites da ist. Ja, aber lass noch welche übrig. Ja. Das hoffe ich. Du bist im Moment echt sehr futterlastig. Wir haben Sommer, nicht Winter. Du musst dir keinen Speck anfressen. Wir halten keinen Winterschlaf. Ich glaube, die Regierung ist dagegen, dass wir Winterschlaf halten. Das finde ich sehr gemein, weil ich finde eigentlich mein Konzept ganz gut. Der Papa bereitet sich auf das Baby vor, was ich nicht kriege. Verstehe. Weil ich hab mir überlegt, weil es wird ja so vorausgesagt, dass Corona im Winter wieder verstärkt kommt. Warum halten wir nicht einfach Winterschlaf? Da muss man sich über gar nichts mehr Gedanken machen, weil alle Leute schlafen. Und niemand wird krank. Ja, ne, ist voll das gute Konzept. Aber ich glaube, das will die Regierung nicht. Will ich auch gehen. Schreibt es Ihnen mal als Vorschlag von dem 9-jährigen Konrad. Guck, was Sie zurückschlagen. So viel schlafen kann ich nämlich gar nicht. Naja, ob du nun schläfst oder nicht, wird ja keiner kontrollieren. Du darfst halt nur nicht, kannst halt nur nicht rausgehen, um irgendwas zu machen, weil es ist ja keiner da. Obwohl, dann kontrolliert das auch keiner. Aber du kannst halt nicht einkaufen gehen, weil alle schlafen. Du musst also gucken, schon mal gar nicht, dass du für den Winter genug Zeug einkaufst. Dann sind wir wieder bei Hamsterkäufen. Ja. Ich bin eigentlich froh, dass die Phase vorbei ist. Das denkst auch nur du. Naja, so wie zwischendurch immer wieder die Läden aussehen, habe ich das Gefühl, dass Hamsterkäufe sind so phasenweise immer da. Richtig. Also jetzt nicht wegen Feiertag oder so, das meine ich nicht. Dass da die Leute bekloppt sind, das wissen wir. Du kannst unseren Laden aber... Nee, die Leute sind allgemein bekloppt. Als Basis nicht, ja, das weißt, auch. Dass sie die Sachen immer irgendwo verstecken, weil sie umbauen. Ja, im Moment bauen sie überall um, das ist... Ist schon wahr. Machst du gerade in Navarra die Quest? Ja. Die Tierfutterabteilung umsortieren. Ich brauche Banditenaufnäher, haben wir.
Ist das eine 14? Wie viele braucht man davon? 5, ne? Keine Ahnung. Das ist eine große Hilfe. Ich habe die Quest noch nicht angenommen, also kann ich dir nichts sagen. Hundefutter in Dosen. Ich dachte, du hast Navarra schon gemacht. Nein, Tristessa. Ach so. Du hast mir wieder nicht zugehört vorhin. Nö. Nö. Also von den Bussard-Federn brauche ich 5. So, 5 Aufnäher, 5 Bussard-Federn. Okay, dann habe ich die Aufnäher fertig. Das ist schön. Warum muss ich nur noch Bussarde suchen, die ja so häufig hier rumfliegen? Die sind relativ häufig. Relativ ist ein schöner Begriff, ja. Ja. Du musst halt nur im richtigen Gebiet suchen. Naja, wenn du in einem anderen Gebiet suchst, ist es nicht so schlimm, weil dann bleiben die Bussarde hier für mich. Da bin ich gar nicht böse. Okay. Das ist ja schön, dass du die, die ich auch töte, auch looten kannst. Das macht mir gar nichts. Ich kann auch selbst arbeiten. Ich bin auch selbstständig. Warum steht denn die olle Professorin hier immer noch rum? Komisch. Und warum nimmt er eigentlich immer nur eine Feder von den Viechern? Die Viecher sind voll mit Federn. Er sucht sich nur die schönste aus. Er könnte ja vielleicht auch anders die Viecher angreifen, dann würden die alle Federn verbrennen. Nein. Komm nicht dran! Ja, ist gut, Richard. Komm da schon hin. Toll, dann war da nur Gold drin. Das hat sich nicht gelohnt. Das Internet. Man merkt es. Es spackt ein bisschen. Zumindest bei diesem Bussard. Diese Geräusche, die die Viecher machen. Eine Feder, aber zwei Leder. Irgendwas ist da falsch. Ah, guck mal. Hallo, nächster Bussard. Nächster Bussard. Bot, 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 bot. Alle her. Das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4. Ah, nur 5 auf einem Streich. Sind das 11 oder 13? Das ist mega schwer zu erkennen, was für Zahlen da drin stehen. Geht's nur mir so? Weil der Bildschirm kleiner ist als sonst. Ja, das ist wahr. Das ist er.
glaube, alle Bussarde sind tot. Du hast sie ausgerottet. Das, da, da. Nein, die Population, da geht's gut. Wenn wir so weitermachen, nicht. Ach, die erholen sich schon. Solange wir die Nester nicht anrühren, vielleicht sollten wir ein paar Eier mitnehmen, damit wir sie ausbrüten können. Eine Bussard-Armee. Also meine Bussard-Armee. Das ist wieder so typisch, Richard. Ne? Erst macht er da ein Gemeinschaftsprojekt raus und am Ende ist es aber sein. Wer redet denn hier von Gemeinschaftsprojekt? Du? Was soll das heißen? Alle mobben mich. Ich habe nie gesagt, dass Mick in mein Gemeinschaftsprojekt mit reingehört. Du kannst ja deine eigene Bussard-Armee machen. Du jagst ja auch Bussarde. Will aber gar keine Armee. Siehst du? Dann ist es meine Armee. Warum der Aufstand? Noch eine? Ja, ich bin 20. Mein innerer Monk sagt, ich will noch eine. Dein innerer Monk quält dich aber. Sind das 15? Ich glaube, es sind 15. Bin ich überhaupt richtig? Habe ich nicht drauf geachtet. So. Die können wir dann schon mal abgeben. Ja. Ach ja, Baumgeld habe ich ja auch noch nicht geholt. Das kann ich nicht auch. Bei Navarra hat es gereicht. Was haben wir denn? Wir haben ein Herz, wir haben ein Foto, wir haben die gekreuzten Schwerter und noch ein Foto. Also, da ist ein Herz. Und ein Foto. Also gehen wir da mal hin. Yay! Für mich hat's auch gereicht. Ah, die unmächtigen Pferde und... Ach ja, die Königin. Gucken erstmal, ob die Habgier hier da ist. Ein Herz. Irgendwas komisches sammeln. Da! Ja, die Habgier ist da, so wie es aussieht. Aber bin ich alleine? Bin alleine. Mama mia. Naja, wenn sie da ist, dann... Hey. Diese Mama. Oh, jetzt bin ich
das ja schon mal sehr gut. Ich hoffe, dass wir sie umso schneller loswerden. Aber war nicht sicher. Okay, der eine ist 41, der so Schaden macht. Oder so. Nein, das ist auch wieder die 3. Ja. 41%. Auch immer eine andere Taktik. Erstaunlicherweise komme ich damit echt gut zurecht. Dafür, dass ich so Probleme habe, die Knöpfe zu finden, weil ich die letzten Tage mehr Switch gespielt habe. Kannst du auch dann Bögenfeder noch nicht zu schmeißen. Was hast du da denn? Ich habe ein bisschen Peak-Frost gemacht. Ich habe die Demo von Monster Hunter Stories 2 gespielt und das Spiel dann auch gleich bestellt. Es kommt am Freitag. Dann habe ich die Demo von The World Ends with You Neo gespielt. Da überlege ich auch, ob ich mir es holen soll. Das war ganz interessant. Dann habe ich die Demo von World's End Club gespielt. Die war, ja, ich weiß nicht, es könnte ganz spannend sein. Je nachdem, wie sie es halt weiter umgesetzt haben.
Und dann habe ich mir das, ich glaube es heißt Spielstudio, angeguckt. Wo du halt eigene Spiele machen kannst, was auch echt ein interessantes Konzept ist. Was mir ganz gut gefällt, aber die Erklärungen sind halt so gemacht, dass Kinder das verstehen. Und das ist zum Teil echt anstrengend, weil die alles fünfmal erklären müssen. Aber so an sich ist ganz witzig. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es holen werde. Okay. Und ja, ich glaube, das war's, was ich so gespielt habe. Hallo, ohnmächtiges Pferd. Warum kannst du dich ansprechen? Heilt das irgendjemand von Kilometer weit weg? Weiß ich nicht. Also, wahrscheinlich, weil da Beute lag. Nein, ich hatte das ja gerade getötet, weil es mich angegriffen hat, als ich das ausnehmen wollte, beziehungsweise heilen wollte. Hey, ist die Quest auch schon fertig? Ja. Jetzt muss ich irgendwas sammeln. Ich nicht. Ich entferne mich erstmal, um zu gucken. Ich brauche, glaube ich, noch ein Foto. Nee. Doch, noch ein Foto. Sammle nahrhaftes Gras auf Castros Farm. Und Schwerter. Schwerter. Da sind Schwerter. Besiege Rauchkrallen, Gnolle. Ist es egal, wo man das macht? Hast du das herausgefunden, oder? Ja, da, wo die Schwerter angezeigt werden, musst du das machen. Warte, hier sind auch noch Schwerter. Ja, ach so, da, wenn die auf der Karte angezeigt werden. Ja. Okay. Das ist dann das Gebiet, wo du das machen musst. Dann war meine Vermutung gar nicht so falsch, die ich vorher schon mal in meinem Kopf hatte. Und besiegen wir. Ich brauche Gras. Ach, ja. Gib mir Gras. Es ist schön. Es ist schön, dass meine Motivation abfärbt. Moment, ich glaube, das ist nicht ganz richtig. So. Nein, das ist nicht richtig. Deine Demotivation abfärbt, meinst du? Nein, ich rede von meiner Motivation. Keine Motivation zu haben, so ausdauernd, ist schon ein Punkt der Motivation. Ah. Ich bin sehr motiviert, nicht motiviert zu sein. So. Was muss ich machen? Besiege Rauchkrallen, Gnolle. Okay. Ups. Du bist kein Gnoll. Hau doch ab. Davon gelaufen. Nein, der ist nicht rückwärts gelaufen. Ja. Also ist das rückwärts. Du machst die Welt sehr einfach. Yay. Oh, jetzt habe ich auch nur noch die Schwerter. Na, mir fehlt noch ein Boss. Ja, aber die Schwerter kann ich nicht machen. Hast du die schon gemacht? Ja, weil ich ja gedacht habe, sie zählen zu dem anderen Gebiet. So. Zählen sie aber nicht. Das ist schon doof. Ja. Und jetzt muss ich noch eine Stunde, 5 Minuten warten, so wie es aussieht. Viel Spaß beim Warten. Danke. Das ist so gemein, immer zu warten. Aber das ist in diesem Spiel so. Dann hole ich mir in der Zeit ein paar Abzeichen vom Bandit. So, das war's. Jetzt brauche ich noch. Nehmen wir den da.
den tödlichen Nomaden. Ich hoffe, er ist da. Also eigentlich sieht Rada noch viel schlimmer aus, als ich mich anhöre, glaube ich. Sitzt da und schaukelt auf dem Stuhl hin und her. Mist, der ist nicht da. Ist der andere Typ da? Jetzt glaube ich, dass hier noch ein anderer Typ war. Ja, da. Gib mir Abzeichen. Gib mir Abzeichen. So. Gib mir Abzeichen. Geht doch. Soll ich dir ein Abzeichen geben? Nee. Warum nicht? Darauf kann ich verzichten. Willst mein Abzeichen nicht haben? Kein Matti-Abzeichen. Das macht mich sehr traurig. Weil ich brauche Banditenanführer-Abzeichen. Beziehungsweise aufnehmen. Das sagst du nur so, weil du mich traurig machen willst. Was? Okay. Wenn du das so siehst. Ja. Warum sind die alle nicht da? Schauen wir, ob der da ist. Hallo, Lichtritter lässt sich ja so lala spielen, ne? Ist an sich ganz okay, aber man muss aufpassen, dass man richtig springt. Ansonsten macht es eigentlich Spaß. Ist da jemand dazugekommen? Hallo? Ja. Der ist auch nicht da. Ach Mann. Kanal 3 bringt gerade überhaupt kein Glück. Dann musst du vielleicht mal auf Kanal 1 oder 2 gucken. Ja, muss ich wohl. So ein Käse. Ist aber auch schon wieder weg. So. Ich hab keinen Bock mehr auf Banditen. Ich kann mir echt vorstellen, dass das mega unspannend ist, was wir hier machen. Nein! Das Spiel gibt es nun mal vor. Ja, das Spiel ist. Kann man ja auch nicht. Kanal 3 ist ja wenigstens da. Der Steinkopf. Kanal 3. Ja, Kanal 1, meine ich. Aber ich weigere mich, den Namen zu nennen. Der Kanal, dessen Name nicht genannt werden darf. Okay. Ich soll übrigens Hallo sagen. Oh, das ist nett. Das ist sehr laut, ey.
die, dass wir noch schlimmer mit uns spannen, wenn die Spaß vorbei sind? Geht da? Echt? Ah, so heilige Kacke. Kommen da nicht noch so ein, zwei Story? Story wäre schön, ja. Ja. Von den Bossen, die dann danach kommen, oder allgemein von den Bossen? Jo. Aber schon ein bisschen schade, wenn dann nur noch Bosse kommen, irgendwie. Ich weiß nicht. Inventarplatz habe ich gar nicht, um mir die Kisten aufzuheben. Das ist ja das große Manko des Spiels, das Inventar. Mhm. Das Inventar, dein Freund und Nichthelfer. Kommen wir wieder zu dir. Also auf den Kanal. Nicht in deine Nähe. Ach so. Weiß ich richtig? Ja, weiß ich. Okay, ja, das kann daran liegen, dass ich eine ganze Zeit lang auch nur rumgeritten bin, um nach Kisten zu suchen. So, grausiger Ritter, bist du da? Ne? Nein. Nichts und dann niemand da. Dann betreibe ich mal Kanalflucht. Jetzt bin ich gerade wieder da und dann gehst du. Ja. Das ist schon nicht nett. Verzweifelt nach meinem Ritterchen suchen, was nicht da ist, was ich aber brauche, um diese Quest abzuschließen. Weil noch ein anderes Foto gibt's in diesem Gebiet nicht. Seitens? Na doch, vielleicht zählt sie. Aber die ist so nervig, die olle Spinne. You there. Have a moment. Naja, schauen wir, ob sie da ist. Thank you.
lassen. Ich hab ja sonst keine Chance. Okay. Ah, die Höhle lädt sich doch noch. Die Höhle ist gerne mal ein Problem, ja? Ja. Sie ist natürlich nicht da. Okay, dann hebe ich die Kiste auf, wenn ich, bis ich da durch bin. Toll, hat das jetzt gezählt? Nein! Hättet ihr nicht ein paar Sekunden warten können? War sich schon sehr angekratzt. Ich bin auf Kanal 1 aufgetaucht. Und dann haben sie gerade in dem Moment getötet. Das heißt, ich konnte keinen Schlag machen. Das heißt, ich habe nichts gekriegt. Und es hat nicht gezählt. Das ist ziemlich blöd. Ja. Ja, wir spielen das nur zu zweit. State your business. Wir haben keine Freunde. Nein. Davor haben wir Monster Hunter World zu zweit gespielt und dann haben wir gedacht, jetzt probieren wir das mal aus. Und ja, bis dato quält uns das Spiel schön. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, ne? I'm awaiting my orders. Ist hier mal ein Ritterchen da? Auch der will nicht. Gut. Dann nach oben ist noch ein Foto, wo ich nicht weiß, zu welchem Gebiet das gehört, aber das kann wir aus. Was ist los, Rabe? Yay! Nicht zu du zählst nicht zu dem Tristessa-Gebiet. Aber wahrscheinlich zählst du schon zu dem anderen Gebiet, so wie ich dich kenne, da du ein Frostriese bist. Der Hund weiß nicht, ja, müssen wir mal schauen, wie lange wir heute noch machen. Willkommen im Club. Ja, muss mal gucken, wie lange wir machen. Ich habe, glaube ich, überall die Tagesquests soweit durch. Wie lange muss man eigentlich warten, bis man die wieder machen kann? Wahrscheinlich bis zum nächsten Tag 12 Uhr, so wie mit der Baumwährung. Vielleicht.
Also, es wäre vorstellbar, das heißt Tagesquest. Mhm. Sollte man sich vielleicht die Woche darum kümmern, dass man das überall so weit macht oder dass man zumindest die 100 voll macht, die wir brauchen? Ja. Ich meine, es sind nicht mehr so viele. Ich habe 83 Punkte. Ich habe immer noch nur die 44, weil ich ja nichts fertig kriege, weil mir immer irgendwas fehlt, was nicht da ist. Wie gesagt, ich gehe davon fast aus, dass der Frostriese hier auch schon nicht mehr zählt, aber es ist mir egal, ich will den jetzt noch fertig machen. Wäre aber schön, wenn erzählen würde. Oh! Ja, Heilung nicht vergessen. Heilung ist wichtig. Öffne die Karte. Yay! Es hat gezählt! Es ist geschafft. So. Ja, so sieht ein Frostriese von innen aus. Ah, da wollte ich zu dir kommen. Und dann warst du schon fertig. Tja. Da ist meine Beute. Und auch er hat einen weißen Schlüpfer an. Teleportieren wir uns mal zurück, um sie abzugeben. 3 Gebiete, gleich Prestige-Quest fertig. Das ist schon mal gut zu wissen. Dann fehlt ja gleich nur noch eine. Ich muss warten. Ich kann nicht mehr machen. Ja, ich brauche jetzt erstmal ein Feuer. Feuer brauche ich die gar nicht abgeben. Ich habe keinen Platz im Inventar. Tschüss, tschüss, tschüss. Okay, also lohnt sich Schmieden und so wahrscheinlich dann auch eher nicht. Nee, nicht Warenlager. Wie kriegt man denn noch? Wieder ein bisschen Platz. Ach, das war das. Ja, so haben wir das dann auch gemacht, als wir nicht mehr weitergekommen sind, haben uns beim Markt neue Klamotten geholt. Ja, haben wir. Erstmal shoppen gehen. Das löst alle Probleme. Ja. Ja, wenn man dann genug Baumgeld hat, ne? Du.
Jetzt habe ich auch 88. Essen, was weg kann? Nein. Nein. Sehr schön. Das ist voll. Ach, das habe ich noch nicht abgeholt mit dem anderen. Ah, egal. Auch schon wieder öffnen. Wäre in der Zeit 27 geworden. Hattest du mit mir geredet? Ich war gerade abgelenkt. Ich habe mit mir selber geredet, kleine Angst. Ich verstehe. Weißt du, mein Freund, der Wassergeist, ist wieder da. Ah. Das hat mich für einen Moment abgelenkt. Was für ein Glück. Den heute so häufig sehen. Also ich sehe ihn jetzt schon zum dritten Mal heute. Ah, ich muss ja dann nicht mehr sehen, kann nahe. Kanal 3. Ist er noch da? Ja, ja, wir haben gerade erst angefangen. Ah. Ich stecke ihn fest. Ah, da ist ein Stein. Ansonsten deinen Mitteln nochmal da lassen.
Helga! Ja. Bitte. Die Heilkugel. Die Heilkugel des Todes. Meine Attacke genau in den roten Bereich von seiner Attacke. Aber ich habe keinen Schaden. Yay! Kann ich erstmal eine Sache machen? Yay! Wenn wir das Dach in den Kämpfen ein bisschen sehr laut ist, verstehe ich kaum was du von mir willst. Ich meine, die Musik ist eh nicht so spannend. Jetzt sollte es gehen. Jetzt ist alles ein bisschen leiser. Hoffe ich. Okay, es fehlen noch zu viele Fertigkeitspunkte. Mir fehlen, ich glaube... Also bei mir steht 12 von 25. Also... Ich habe 16 von 25, aber du hast halt auch das andere noch fertig gemacht. Das habe ich nie. Ja, das Löwenherzvermächtnis. Ich ignoriere, dass das Löwenherzvermächtnis da ist, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Kann ich verstehen. Das hier macht mir viel mehr Spaß. Bedient euch, Leute. Oder wie ist... Oh, Mist, ich habe keine Ausdauer dafür. Immer noch nicht. Oh, ich bin voll. Cool, oder was? Ja, ich bin beeindruckend. Ja. Ich habe den Unterton gehört, Helga. Was? Da musst du dir was eingebildet haben. Ich bilde mir nichts ein. Mit Bildung kann Richard überhaupt nichts anfangen. Das stimmt allerdings. Oh, weißt du, was wir noch gar nicht gemacht haben? Was denn? Einer Fraktion angeschlossen. Haben wir nicht? Nee. Wir haben bisher immer nur, also ich auf jeden Fall, ich habe die Intro-Quests durchgespielt. Ich müsste mich jetzt entscheiden. Oh, ich glaube, ich habe mich schon den Rittern angeschlossen, aber ich weiß nicht. Ist das eine, also was für eine Quest ist das? Nee, das ist keine Quest mehr, aber dann würde man, glaube ich, noch Quests kriegen. Dafür müssten wir dann wieder nach Sperios. Ne? Ich meine, dass ich einfach mal alles angenommen habe, was da war, weil ich habe in
in Spirios auch eigentlich nichts mehr. Aber wir können hingehen, dann kannst du dich auch anschließen. Ja, ich werde hingehen. Und eben nochmal nachschauen. Weil wir hatten ja gesagt, dass wir uns den Blauen anschließen. Ja, aber auch nur wegen den Bonis. Ja. Vom Outfit her wäre es der Hof gewesen. Mhm. Die sehen einfach am coolsten aus. Absolut. Ladebildschirm. Ja, das dauert lange. Ladebild, Ladebild. Oh. Yay! Hat es einen Riesensprung gemacht. Ich kann mein Reittier hier benutzen, das weiß ich, Spiel. Verbiete es mir nicht. Es ist witzig, in dieser Stadt ist nichts los, aber es leckt wie Sau. Ja, die Gebäude und so, die brauchen einfach zu viele Ressourcen. Ja, ich glaube auch. So, hast du dich entschieden, welcher Union du beitreten möchtest? Ja. Oh, ja. Dann war ich auch noch nicht. Aber das wurde auch nicht angezeigt. Also, wir machen die Hüter. Gut, die Hüter. Der Weg des Beschützers. Yay. Sind wir jetzt Hüter? Nee. Oh, verdammt. Wir haben eine Quest gekriegt, um den beizutreten. Aber wir machen doch schon die ganze Zeit Quests, um den beizutreten. Warum machen die alles so kompliziert in diesem Spiel? Verwalter der Hüter, Jan mit Y. Den Schnuckiputz mit Brille. Ich weiß nicht. Die Frisur mag ich nicht. Gut, du bist zurück. Bist du bereit, dich uns anzuschließen? Ja, ich will mich den Hütern anschließen. Um unseren Reihen beizutreten, musst du zuerst 2 Aufgaben erledigen. 2, nicht 3 und nicht 4. Es werden gefährliche Missionen sein, mit denen du beweist, dass du würdig bist. Was für Missionen? Zuerst werden deine Stärke und Tapferkeit auf die Probe gestellt. Du wirst möglicherweise weit reisen müssen und das alles wird eine gewisse Zeit dauern. Kein Problem, das haben wir schon hinter uns. Das schaffen wir jetzt auch noch. Sehr gut. Kümmere dich um all deine unerledigten Angelegenheiten hier in Spirios und bereite dich dann auf eine lange Reise vor. Komm zurück zu mir, wenn du bereit bist, deine erste Prüfung anzutreten. Verstanden. Hallo, wir waren gar nicht weg. Es ging schnell. Bist du bereit, deine Prüfung zu beginnen? Ja, das bin ich, immer noch. Wie ich schon sagte, in der ersten Aufgabe wird deine Stärke auf die Probe gestellt. Du musst ins Kanostal reisen, in den Bergen im Norden und dort einen Feind unserer Wahl besiegen. Die wählen den einfach so random. In diesem ja. So, der Pfeil hat auf dich gezeigt. Du bist jetzt dran. Dich darf man jetzt töten. In diesem Fall wirst du einen Krieger aus einer anderen Zeit gegenüberstehen. Dem General des gefallenen Königreichs. Der mir extra wiederbelebt, damit wir ihn töten können. Ja. Er scheint ein mächtiger Krieger aus einem Königreich im Norden gewesen zu sein. Dieses Königreich muss vor vielen Generationen gefallen sein, und doch ist dieser Mann seltsamerweise hier in unserer Zeit gelandet. Nein. Schon seine Anwesenheit hier ist ein Affront. War's richtig? Gegen die natürliche Ordnung. Und schlimmer noch, er hat seinen längst vergessenen Krieg hierher mitgebracht. Greift er Leute an? Das tut er.
Er ruft Soldaten aus seiner Zeit in die unsere herbei, um ihren alten Krieg mit den Herbati fortzusetzen. Wir wissen nicht, welch unnatürlich... Nee, das waren die Gesetzlosen, aber... Na, wie auch immer. Wir wissen nicht, welch unnatürliche Magie er dafür einsetzt, aber er muss aufgehalten werden. Ich warne dich, diese Aufgabe wird nicht leicht sein. Aber wenn du Erfolg hast, bist du deinem Ziel, unserem Orden beizutreten, einen Schritt näher gekommen. Ich komme wieder, wenn es vollbracht ist. Yay! Mal ganz ehrlich, es sieht ein bisschen aus wie ein Clown. Weiterkommen. Warte. Warte, da ist noch eine Quest. Nee, doch nicht. Ich hab dich im Augenwinkel falsch gesehen. Das ist Kanustal. Ah, da kann man sich hin teleportieren. Zinnobersumpf. Ich habe keine Lust mehr, durch die ganze Welt zu reiten. Nicht mehr. ja, genau. Zumindest jetzt nicht heute mehr. Man kann noch reiten, aber nicht mehr so. Ist das das verbindliche, verblichener Ruhm? Wo wir hin müssen? Ruhm. Nee, ich bin Zinnoberinsel oder wie das da hieß. Ja, aber der Gegner, den wir besiegen müssen. Ach so, der ist da bei dem See. Ja, genau, verblichener Ruhm. Gut, das wollte ich nur wissen, weil man hat das Zeichen nicht gesehen. Oder nur ganz bisschen blau an den Seiten. Das Questzeichen war versteckt. Es hat Angst. Ja, unter dem Monstersymbol. Ich hoffe einfach nur, dass wir nicht angeln müssen. Hey, rate mal, wer nicht da ist. Oh. Ich bin auch nicht mehr da. Ich komme erstmal gemütlich an. Genau, du bist nicht da. Ich habe ja auch nur gesagt, rate mal, wer nicht da ist. Ich bin da, wer noch? Niemand. Ich. Und wenn niemand kommt, dann wechseln wir den Kanal. Ja. Welchen willst du? Eins oder zwei? Eins. Ich nehme zwei. Sie haben mir heute Glück gebracht. Der Kanal, dessen Name nicht genannt werden darf, hat dir Glück gebracht. Ja. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Also wir zu drei. Na gut. Hey, es war ein Versuch wert. Ja, absolut. Vielleicht taucht er ja noch auf, wenn wir 2-3 Minuten hier warten. Pitch, patch, pitch, patch, pitch, 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 pitch. Was machen wir dann? Das ist eine gute Frage. Er hat ja schon gesagt, das wird lange dauern. Ja, wahrscheinlich hat er es deswegen gesagt, weil hier ist keiner. Der wusste schon, dass er nicht da ist. Der ist wieder in seine Zeit zurück. Hat uns nicht Bescheid gesagt. Oh, hier ist eine Nebenquest. Echt? Ja, ich hab die Quests alle schon gemacht. Ach so, gut, dann mache ich die. Kannst du sie ruhig machen, ich will dich nicht aufhalten. Nö.
kann ich dann offscreen machen, aber. Weil ich habe eigentlich alle Quests, die angezeigt werden, so gut wie fertig. Weil ich dachte, das ist vielleicht weniger eintönig, als die ganze Zeit Bossgegner zu machen. Aber hey, Bossgegner bringen doch mal die meiste Erfahrung. Ja, aber dadurch hast du die ganzen Fertigkeitspunkte gekriegt. Ja, schon ein paar. Aber es fehlen noch ein paar. Es fehlt immer zu viel. Aber gut, so kommen wir heute irgendwie nicht weiter. Nö. Machen wir dann Schluss? Nächste Woche weiter? Vielleicht habe ich dann wieder Motivation. Wo gerade ging es eigentlich? So langsam ging es wieder. Das stimmt. So langsam ging es wieder. Aber ich würde sagen, dass wir die Prestige Quest offscreen fertig machen. Also zumindest die Punkte fertig machen. Dass man das nächste Mal abgeben kann. Genau. Ja, weil mir fehlt. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es mega spannend war, uns dabei zuzugucken. Wahrscheinlich nicht. Die Quests haben wir ja eigentlich alle schon 100-mal gemacht. Ja, es war nichts Neues dabei. Aber. Ja. Wie ich dir vorhin gesagt habe, man muss es ja leider machen. Ja. Sonst kommt man nie weiter. Das ist schon wahr. Und es ist eine gute Aussicht darauf, dass das eigentlich so bleibt. Yay. Ich freue mich. Ja. Kommen noch ein paar Bosse dazu, aber Story geht auch weiter. Ja. Jo. Dann würde ich fast vorschlagen, dass wir wirklich Schluss machen. Jo, dann. Ja, machen wir ein bisschen früher Schluss. Hey! Kommt auch mal vor, habt ihr früher Feierabend. Gute Nacht. Ja. Genau. Und bis Darren. Bis Darren.